Ob ich das hinbekomme? Ja, oder? Nee, minus 10. Nee. Nee, Ichika können wir nicht mitnehmen. Sollte sie es wirklich sein, nehmen wir Saru und Beni. Das macht viel mehr Sinn. Ich wüsste, Makina könnte es noch sein, aber Makina wäre, glaube ich, auch kein Problem. Was soll eigentlich dieses Rudelbumsen hier? Wirklich, jeder ist Paar mit jedem. Saru. Oh, Romantik, ich merke schon. Das ist aber also. Ich glaube, das reicht dann auch. Sie hat 1000 Ramontik mit mir. Oh mein Gott, ich hasse sie so sehr. Ja, das reicht. Das sind echt gute Voraussetzungen, falls sie es sein sollte. Das heißt... wir gehen in die Schule. Nein! Sie so sehr, die nervt mich so. Ich, oh Gott. Oh, Konoha ist einfach wirklich mein Hasscharakter, glaube ich. Also, vor der Schule. Kann ich sie aus der Gruppe... Wie kann ich sie aus der Gruppe schmeißen? Ich habe keine Lust mehr auf sie. Oh, ist Samstag? Gab es da? Doch, da, Samstag gab es, glaube ich, Kurse, ne? Frau Lehrerin, machen Sie Unterricht oder sind Sie faul geworden? Oh no. Sie ist faul geworden. Rory, was machst du da? Nanachi, komischer Typ, du Arsch. Was soll denn das? Einmal die Waifu entsorgen würde. Ja, wirklich. Oh Gott, diese dumme Hose. Es fielen liebevolle Worte. Ja. Also, wenn ich liebevoll die Treppe runterfall, falle ich trotzdem die Treppe runter, hä? Oh, Gott sei Dank. Können wir ein Date haben, Hori? Bitte? Einfach nur, damit ich weg von Konoha komme? Danke. Schön. Oh, wir gehen angeln. Ach, wie romantisch. Verbringst du gern Zeit mit mir? Nicht wirklich. Aber natürlich. Machen wir uns auf den Weg. Wir können zusammen angeln gehen. Was für Fische du wohl fangen wirst, ich kann dir sogar beibringen, wie man sie zubereitet. Also wenn du Interesse hast, frag nur. Das war ein ziemlich langer Tag. Hattest du Spaß? Lass uns mal wieder was machen. Ich habe immer Zeit. Zitrone? Zitrone ist gut. Sieh an, wenn das nicht der Sternmann ist, hättest du nicht erwartet, mich am Strand zu treffen, was? Ich habe überlegt, ein Diorama zu bauen, das zeigen soll, wie Wanchu in das Meeresreich Neria erstmals am Bahnhof auftaucht. Ich habe nach einer Spiralmuschel gesucht, die zum Muschelbahnhof aus der Story passt. Hast du eine gefunden? Klar, und ich dachte mir, dass ich vielleicht plus eins auf Inspiration bekommen würde, wenn ich aufs Meer hinausblicke. Aber leider ist meine Fantasie eine launische Herrin.
Naja, ich genieße die Aussicht noch ein bisschen. Sie erinnert mich so an Episode 83. Leb wohl, mein geliebtes Reiskorn. Hey, Starman! Is there anything you'd like me to do for you? Die ganze Zeit, au, 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 sondern... I'm not trying to make you owe me a favor. For some reason, I just really want to give you a hand. I kind of feel... obligated? Or something like that. Let me know if you're up for watching some anime. We could stream it or watch it on TV. I've got both at my place. The thing is, I want to become someone who can help you. I don't know why, and it's driving me nuts, but I just want to do stuff that makes you happy. In Nanachis Worten schwang große Zuneigung mit. Zitronentyp. Ja, eine Zitrone. Sauer macht lustig für Söchen. Ich würde gerne zu Saru. Saru Schmaru. Die Bäckerin. Saru? Saruman. Schmarudan. Noch 10 Tage bis zum Ende der... Warum kriege ich jetzt so viel Zeit? Warum kriege ich jetzt so... Ich habe ein bisschen Angst. Muss ich alles auf Perfektion machen? Warum habe ich so viel Zeit? Sag mal, wann kommt der denn? Es ist strafbar, ein Edeka in Splitterholz umzubauen. Nein. Mir ist so heiß, dass ich mein Gefühl... Was? Ja, ja, oh mein Gott, der redet nur von einem Manga. Max Baldur. Alter, wo ist Saru? Saru ist nicht hier. Charaktere am Ziel. Scheiß sind die da am Ziel. Er steht einfach da. Da steht er einfach. Oh, boah, nee. Siehst du mies aus, hier was Süßes. Ja, danke. Nach Konoha kann ich es auch vertragen, echt. Okay. Oh, ein Date mit ihm. Wieso hasst er mich so gerade? Ich lerne ihn nochmal besser. Ich glaube, er mag mich nicht so sonderlich gerade. Saru, ich wollte mit dir was unternehmen. In guter Stimmung, aber... Ja, das sieht doch schon besser aus. Lernen wir zusammen. Du musst besser werden. Das ist nicht ganz... Niemals aufgeben. Niemals kapitulieren. Boah. Er hasst Lernen und er geht trotzdem mit uns lernen. Oh! Ach, der doof Nasenbärt. Mann, die erwarten, dass wir uns für diese Tests an das ganze Zeug vom Anfang des Schuljahres erinnern. Vielleicht glauben die, dass wir es nicht vergessen, weil alles neu ist, aber bis Juni kommt mir das Hirn quasi schon bei den Ohren raus. Ich werde das mit dem Lernen genauso gut hinkriegen wie du, Alter. Verrat mir dein Geheimnis. Liebe. Er kann vorbei wegen ihrer tollen Backwaren. Wenn ich noch einen Satz mehr lesen muss, explodiert mein Gehirn. Wir sehen uns dann, Kumpel. Er hat für mich gelernt. Hä, der ist schlauer als ich. Der hat 9 Punkte mehr oder so. Warum tut er so, als ob ich so schlau wäre? Wir trainieren? Gut. Erst lernen, dann trainieren. Immer schön schleimen. Dann mag er uns mehr. So. Wieso kriegt denn der so viel? Achso, weil ich schon 1000 habe.
möchte, dass du dich gut fühlst. Ja. Deswegen sage ich ihm auch, dass er voll, also krass ist, der Typ. Er ist genervt. Das muss funktionieren. Wird schon werden? Okay, Gott sei Dank. Wir müssen ihn halt auch mitpushen. So, dann gehen wir mal schlafen. Ich glaube, ich habe Mailbox. Mailbox, Gott. So. Schlafen. Okay, aber ich habe 10 Tage. Eine Göttin, eine Kigai zu werden. Sie beschloss den fröhlichen Untergang eines Mannes. Reden die von mir? Ich bin mir nicht sicher, aber also bin ich der fröhliche Mann? Wir sind so stark. So. You know what? Du vergiftest mich wirklich, oder? Ich gehe ganz kurz pipi und hol den Hund, ja? Und dann in Ruhe verprügeln wir die Frau. So, bis gleich.
So, ich will noch ganz kurz Nase putzen. Hab ich vergessen. So. Gut. Lasst uns die Welt retten. Also. Straße zur Schule. Gar kein Problem. Ich habe dazu gelernt. Nee, da steht sie jetzt. Da ist er. Oh. Okay, Saru. Danke, aber wir müssen besser werden. Schnell. Oh. Das ist auch okay. Ja, Freundschaftsstufe, Schmeundschaftsstufe und so. Oh, hallo. Du hast echt ein hübsches Gesicht, was? Saru, Alter, also. Unangenehm ruhig. Was ist denn jetzt los? Die Kamel hat Rumme da, oh Gott. Okay, sehr gut. Erleben wir, wann? Nein, nein, wir müssen. Oh nee. Wir können nicht trainieren gehen mit ihm. Was soll das? Saru, wenn wir jetzt so... Du gehst mit mir spazieren, ja? Wie viel HP würdest du sagen, hast du so? Ja. Ja, das reicht schon. Der schafft es schon. Oh, so, also... Wieso kann ich mit ihm nicht mehr, also, trainieren? Naja. Egal, gehen wir zur Schule. Gehen wir zur Schule, lernen wir. Und dann... pushen wir halt unsere Stats. Wenn die nicht wollen, wollen die halt nicht. Was machen die beiden, ne? Frau Lehrerin, wo gehen sie denn hin? Ach, es ist Sonntag. Ach ja, nach Samstag kommt Sonntag. Doch, ja, das macht Sinn. Hm. Ja, doch. Also, doch. Ja. Ja, ja. Doch, das klingt logisch. Ihr lernt hier noch was, ich sag's ja. Okay. Oh nein. Hier ist aber volles Haus. Frau Lehrerin, können wir trainieren gehen? Oder lernen oder so? Nein, okay. Ich gebe kurz an. Gerne. Ich gebe immer gerne an. Das ist am Montag. Ja. Wo doch fast Dienstag ist. Michi, würdest du mit uns trainieren gehen? Oder lernen? Faszinierend. Warum hasst die uns so, die blöde Kuh? Ich glaube, die wäre voll lustig mit... Kämpft die? Ich glaube, die wäre lustig. Ich lache. In solchen Sachen bist du so anders als der Rest. Verschwindest du jetzt endlich? Nein, du liebst mich. Ich bin anders als die anderen. Michi? Ich möchte mich dir vorstellen. Tenman? Ach so, ja, das hatten wir schon. Oh, das gibt gut Bonus.
Es gibt guten Bonus auf die Beziehung. Bringt mir zwar nichts, aber hey. Das war jetzt nicht, was ich unbedingt unter gut Bonus, also meinte. Upsi. Wenn ich jemanden lobe, kann ich mich auch selbst loben, dass sie mich mehr mag? Kann ich freundlich sein? Stehen gut, amüsieren? Lass uns amüsieren. Ja, wirklich? Was amüsiert die denn so? Schreien, toll. Warum trainiere ich jetzt eigentlich? Egal. Ich liebe diesen Ort. Frische Luft, keine Ablenkung. Hier fühle ich mich einfach sicher. Du siehst das anders? Oh, dann geht es wohl nur mir so. Naja, das ist nicht verwunderlich. Du kannst nicht alles mögen, was mir gefällt. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich lese immer nur Bücher. Wie soll ich da wissen, was anderen Leuten gefällt? Du bist einfach anders als die anderen, weißt du? Deshalb wollte ich dich herbringen. Das hat sie mir jetzt zweimal am gleichen Tag gesagt. Hör zu, es tut mir leid. Bis später. Okay. Ich will nicht, dass das noch so... Das muss besser werden. Okay. Sonst stirbt die oder so, weil ich mit irgendjemandem schlechte Beziehung hatte. Minus 5 ist halt so wenig, ne? Aber ich habe irgendwann richtig Bonus gekriegt, oder? War das nicht irgendwann, dass voll plopp war und dann war es easy? Also. Es ist okay, Hass zu haben und das andere muss nur mehr sein. Mein Ziel ist es nicht, den Hass zu verringern, sondern das andere nur zu steigern. Hausaufgaben machen. Ich weiß nicht, ob das den Hass wegmachen wird. Oh, wird schon werden, ist nicht gut. Ich lasse dich da mal in Ruhe, ne? Boah, der ist auch schon wieder pisst drauf. Warum? Beinahe unmöglich. Oh. Doof. Pass Snacks besorgen. Lass uns essen. Ich will auch Snacks. Aber wenn ich jetzt heute Snacks mache und dann morgen, dann darf ich also die Woche keine Snacks mehr. Und wenn ich Montag schon die Snacks raushole, dann ist die ganze restliche Woche gelaufen. Und jetzt eine Gurke holen und die dann hier schälen und dann weiß ich auch nicht. Jetzt noch eine ganze Gurke zu essen ist halt viel. Jetzt plötzlich. Nimm die halbe. Weil so eine ganze Gurke zu essen, ist zeitlich schon länger. So. Ich kann doch einfach eine halbe machen, du hast recht. Gurke mit Zucker schmeckt wie Wasser mit. Nee, ist ja zum Abnehmen, da kann ich jetzt nicht Zucker drauf machen. Schmeckt es wirklich wie Wassermelone? Kann ich mir nicht vorstellen. Halbe Gurke, halber Spaß. Hast recht. Okay. Also unsere Beziehung wächst ganz gut.
Und seine Stats auch, und das ist echt gut. Vielleicht ein Date? Wird schon werden. Lass uns lernen. Ja! Schon wieder lernen! Vertrau mir, aber... Hast du schon mal was von Gehirnnahrung gehört? Also Essen wie Fisch und so soll einen ja klüger machen. Aber kein Plan, ob das stimmt. Ob ich wohl zum Genie mutiere, wenn ich genug Fisch esse? Vielleicht bitte ich meine Mama daheim öfter mal Meeresfrüchte zu machen. Dann könnte ich mir mit dir mithalten, wenn wir zusammen lernen. Verdammt, vielleicht würde ich dann auch bessere Noten kriegen, wer weiß. Wäre doch ziemlich nice, wenn wir beide die Besten in der Klasse wären, oder? Wäre doch ziemlich nice, Alter. Ich sehe es direkt vor mir. Er ist so ein richtig cool Kid. Hat er mich nicht auch Brudi genannt? Boah, wann ist es denn so spät geworden? Ich war total ins Lernen vertieft, Alter. Weißt du was? Ich habe so das Gefühl, ich kriege die schwierigeren Aufgaben langsam hin. Orangenmelone. Nee. Honigmelone ist eklig. Hoffentlich geht das so weiter. Ich muss so schnell wie möglich ein bisschen Fisch verdrücken. Nach Hause zu gehen, okay. Wir waren einfach bis 8:30 in der Schule. Sehr vorbildlich, würde ich sagen. Können wir ein Date haben? Nein? Okay. Ich mache dir ein Kompliment. Wie geht's uns? Ja, ist schon ganz gut. Ist schon ganz gut, würde ich sagen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen putzen gehen... Ich gucke in den Mixer-Smoothie. Yes. Was? Die laufen nur noch zusammen rum. Halten die Händchen. So. Auseinander. Ja, wirklich. Wird heimlich gelevelt. Ja, offensichtlich hat sie es daher. Ha! Aber ich nehme sie auch gar nicht mit in den nächsten Kampf. Hab ja jetzt Saru. So, Schlafi-Schlaf machen. Lang nach einer Scheiße. Sie wollte ein Lächeln. Hübsche, was? Okay. Speichern. Okay. Konoha ist vor der Schule. Angeblich. Konoha! Ist sie vielleicht in der Schule? Die hat uns kein Frühstück gemacht. Habt ihr gesehen, ne? Die hat uns kein Frühstück gemacht. Hier ist eine ernste Stimmung. Vielleicht ist sie ja noch nicht so weit. Wo ist das Biest? Frau Enan wirkt unruhig. Haben Sie Herrn Baldo gesehen? Mein Computer im Lehrerzimmer dürfte bald den Geist aufgeben. Ich würde ihn gern fragen, wo das Problem liegen könnte. Soll ich ihn mir mal ansehen? Chat, ihr helft mir, ne?
Danke für das Angebot, aber es sind Noten und solche Dinge darauf, die Sie sehen könnten. Oder wollen Sie mir vielleicht genau deswegen helfen? Nun, ich bezweifle, dass Sie diesen Hintergedanken hatten, aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Überall Fallstricke. Die Welt ist voller Verschwörungen. So oder so, ich verstehe schon. Sie sollten jetzt lernen. Ich suche nach Herrn Baldur. Wenn es um den Lernstoff geht, kennen Sie wohl keine Kompromisse. Ich habe dann nur versucht zu helfen. Ich versuche ihn wieder anzuschalten. Wow! Danke! Gehen wir kurz in den Unterricht, wenn wir eh schon da sind. I've been having these intense feelings of déjà vu lately. I wonder why that is. Maybe it's because of you. Don't worry about it. I don't mean that in a bad way. Honest. Warum schlürpt es alles so? I know that you're different. I mean, you wouldn't send me away just because you hate the sight of me. Doch. Oh, doch. I can understand. Wir bumsen die so weg, ich sag's euch. Diese blöde Kuh. Aber erstmal Unterricht. Und bloß das Konoha. Hm? Damit hatten wir gerade die Bestätigung, ja. Ich finde gut, dass wir unsere Prinzipien haben. Lernen ist sehr wichtig. Das machen würdest, wäre sie jetzt nicht so. Ja, aber, also, nur weil ich, Saru, du musst in meine Gruppe kommen. Ja, du kannst noch leveln davor, das ist okay. Kraft plus 100, ja, das brauchen wir, perfekt. Mehr HP brauchst du, sehr gut. Scheint sich mir anzuschauen. Ja, also, na, Benny. Das reicht jetzt. Das ist ja schön, dass wir... Aber ich dachte, du wolltest Kegai wegbumsen. Du kannst Konoha haben, wenn du möchtest. Hilfe! Dankeschön für den Raid, Rangelfuchs. Dankeschön, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream und einen schönen Abend. Was habt ihr Schönes gemacht? Hallo, liebe Raider. So. Hä, wo ist sie denn jetzt hin? Beni, du musst in meine Gruppe kommen. So. Kämpfen wir zusammen. Hallo Rangelfuchs, danke nochmal für den Raid. Was habt ihr Schönes gemacht? Wir müssen jetzt eine Frau verprügeln gehen. Aber die hat es auch ein bisschen verdient. Die vergiftet unser Essen. Ichika, ich würde dich echt gern mitnehmen, aber ihr mögt euch nicht. Also sie mag dich nicht. Ichika hasst einfach fast niemanden. Aber sie wird von allen gehasst. Warum? Ja, sieht doch gut aus. Sie hat angefangen. Ja, definitiv. Ist nicht mein Fehler. Geisterwelt besuchen. Okay.